Reden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen erstmal hier einen Mikrofoncheck, aber das bietet sich ja gerade an, weil unser erster Vorsitzender Keller Schneider kommt gerade mit unserem amtierenden Königspaar Annette und André Franken. Ah, ich glaube, jetzt kann ich mich schon besser hören. Langsam kommt der richtige Ton rein. Ja. Bei der Gelegenheit kann ich hier direkt mal die Herrschaften vorstellen, die hier sich vor dem Bürgerhaus versammelt haben. Und zwar ist das nämlich das Fanfarenchor aus Herves-Dorsten. Und da darf ich herzlich begrüßen den Turmmajor Ralf Ziel und den ersten Vorsitzenden Werner Rommeswinkel. Herzlich willkommen in Ratingen. Und das Fanfarenchor aus Herves-Dorsten, wenn gleich die andere Musik aus ist, wird uns bestimmt gleich ein bisschen Musik spielen. Eine Formation der Schürzenverein des Kirchschundel. Herzlich willkommen hier, den Sauerländern hier bei uns auf dem Ratinger Marktplatz. Aber wir werden euch natürlich nachher noch wiedersehen und freuen uns schon drauf. Schönes Frühlingspark, können wir hier auch brauchen. Thank you.
meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich vorhin schon ankündigte, geht's schon los. Denn der erste und zweite Zug nähern sich jetzt uns langsam. Die kamen von der Bahnstraße, ziehen also über die Oberstraße, jetzt gleich über den Marktplatz, zur Lindhofer Straße, zum Hauser Ring, dann weiter zur Kaiserswerther Straße, stellen sich dann da wieder auf und warten, bis alle anderen sich hinten angeschlossen haben für den großen Festumzug. Vorweg sehen Sie, wie immer traditionell, unseren Herold, Georg Frohnhoff, schon seit vielen Jahren dabei. Georg, herzlich willkommen wieder als ersten Mann hier am Ratinger Marktplatz. Musikalisch wird der erste Zug angeführt vom Tango-Chor Lindhof und der Leitung von Herrn Fahne. Mit der Musik zu der Botschaft, die Rheinischen Jäger unter Leitung von Paul Groß. Am Anfang ist es die Bruderschaftsfahne, getragen von dem Friedrich Olaf Aberdeck. Dahinter dann die Stadtstandarte. Und vorneweg dann die Grenadierkompanie. Der erste Block wird angeführt von ihrem Hauptmann Wilfried Zutzis. Sie sind in einer traditionellen Grenadier-Leutnant-Uniform mit zwei Füllhörnern, mit zwei Blumenhörnern daneben. Dann haben sie dann die Schützen in traditioneller Bruderschafts- und Grenadieruniform, kennt man ja hier gar nicht mehr. Sie sehen den schwarzen Gehrock, den Zylinder und dabei auch der Fähnrich Helmut Hoffmann mit der Fahne aus dem Jahr 1929. Im zweiten Block sehen Sie dann angeführt von Ehrenhauptmann Bernhard Danzeglocke, der Uniformträger aus dem Jahr 1934. Blaue Uniformrock und weiße Hose, das Königspaar Georg Tomalzig und Bärbel Hörot. Dahinter haben Sie dann den dritten Block unter der Leitung von dem zweiten Hauptmann Gerd Lang. Und die Damengruppe sehen Sie danach. Und wir sehen jetzt zum Schluss hier die Schützengilde aus unserer Ratinger Partnerstadt Belitz unter der Führung von Ingolf Schulz. Herzlich willkommen hier in Ratingen, Belitzer. Abschließend die Grenadierkompanie. Natürlich mit der Seniorenkutsche oder denjenigen, die nicht gut zu Fuß sind. Unter anderem ist dabei Robert Fink mit 83 Jahren. Herzlich willkommen hier. So, als nächstes kommt dann meine Kompanie, vorneweg das Kompanieschild der Reservekompanie und dann drei Herren, die unsere Füllhörner schon seit langen Jahren tragen. Ich darf herzlich begrüßen drei Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Angergarde mit ihrem zweiten Vorsitzenden Marcel Duldi dabei. Dann haben wir eine Römergruppe eingeladen, die kommen aus Edinger an der Mosel. Sehr schön, alles in logischerweise historischen Kostümen. Wir haben den weiten Weg auf sich genommen, um heute unsere Kompanie hier zu begleiten. Das ist die einzige Formation, die in seiner Zeit nicht mit Gewehren geschossen hat. So, da kommt dahinter dann unsere Damengruppe, beziehungsweise erstmal die Kindergruppe, sehe ich. Geleitet von unserer Königin, Andrea Lückenotto. Und dahinter dann haben sich einige Damen der Reservekompanie nicht nur netterweise bereit erklärt, sondern auch hübscherweise besonders toll angezogen. Alle in Trachtkostümen. Finde ich sehr nett, Mädels. Sieht richtig gut aus, ja. Und dahinter haben wir dann drei Fahnenschwenkerinnen. Das sind Mitglieder der Dumeklemmergarde, die uns seit vielen Jahren schon begleiten und unsere Schwenkfahne leiten. Dann kommt noch drunter die Reservekompanie. Vorne rechts unter erster Hauptmann Thomas Buschmann, auf der linken Seite Ehrenhauptmann Robert Wilkes und in der Mitte unser König Toni Lückenotto. Unsere Fahnengruppe, sowohl mit der neuen Fahne, die im letzten Jahr eingeführt wurde, als auch mit unserer alten Fahne. Und dann darf ich meine Kameraden von der Reservekompanie begrüßen. Ich wünsche euch einen schönen Marsch.
Grämt euch nicht, es sind lediglich 5,5 Kilometer. Abgeschlossen wird die Reservekompanie natürlich wieder mit unserer Kutsche. Auch da sind diejenigen drin, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Ihr habt Glück gehabt, euch auch einen schönen Umzug. Zwei Kutschen sogar, richtig. Direkt danach beginnt dann der zweite Zug, angeführt vom Spielmannszug Mülheim mit Spiel voran und der Herrkrater Blaskapelle. Dahinter wird dann der zweite Zug angeführt von dem Adjutanten Manfred Schindler. Manfred Schindler ist einfach. Und der Adjutant Andreas Heyer. Und gefolgt werden dann die beiden von der Bürgerkompanie. Da haben wir den ersten Aufmann, Peter Klapdor. Vorneweg haben wir erstmal einen Fahneschwenker. In der Mitte sehen Sie dann ganz allein den Hauptmann Peter Klapdor, auch gefolgt von einer Damengruppe, finde ich also auch ganz toll, Musketiere. Dahinter dann sehen wir in der Mitte den Ehrenhauptmann Peter Schumacher, die Fahnengruppe der Kompanie und zwei Füllhörner. In der Mitte der König Rainer Abrath und dahinter dann die komplette Bürgerkompanie. Auch hier kommt als Abschluss wie immer traditionell die Seniorenkutsche, in der in diesem Jahr unter anderem das Jungkönigspaar sitzt, aber nicht das aktuelle, sondern das Jungkönigspaar von 1957-58. Fritz und Engel Schleifebaum. Herzlich willkommen, ihr habt euch kaum verändert, muss man sagen. Als nächstes kommt dann jetzt die Andreas Hofer Kompanie. Wir haben schon vorhin gesehen, wir haben eine Gastformation dabei und zwar das Fanfarenchor Harvest Thorsten von 1957 unter der Leitung von Tambourmajor Ralf Ziel und dem ersten Vorsitzenden Werner Rommeswinkel. Die Fahneschwenker gehört ebenso dabei. Sie gehört zum allgemeinen Bürgerschützenverein Harvest Thorsten von 1913. Vorneweg sehen Sie jetzt gerade das Fanfarenchor Harvest Thorsten. Hinter dem Fanfarenchor sehen Sie zuerst zwei Amazonen, die wirklich sehr elegant auf ihrem Pferd sitzen. Dahinter den Hauptmann der Andreas Hofer Kompanie, Juli Amuel. Ich will natürlich sagen, dass er weniger elegant aussieht, aber man sollte berücksichtigen, dass Juli, wenn ich es richtig verstanden habe, zum ersten Mal in seinem Leben auf einem Pferd sitzt. Dafür macht der Mann auch wirklich eine gute Figur, oder? Sehr schön, Toni. Tapfer, tapfer. Dahinter dann das Hofer-Schild und dann kommt der Blumenwagen der Kompanie. Gefolgt dann vom zweiten Hauptmann Jochen Becker. Und mit der Hofer-Fahnergruppe, dann kommt der König der Hofer-Kompanie, begleitet von zwei Füllhörnern, Werner Schlepitz und die Andreas Hofer-Kompanie. Die Kompanie selber wird dann abgeschlossen durch einen Planwagen, auf dem einige Senioren drauf sitzen oder einige Frauen der Hofer-Kompanie. Ihr habt es euch sehr schön bequem gemacht, sieht sehr gut aus. So, da haben wir dann jetzt die Seniorenkutsche. Und in der Kutsche sitzt übrigens dann das Königspaar von Harvest Thorsten. Ich darf herzlich begrüßen den König Willi Roth und die Königin Marlies Reif. Danach sehen Sie dann die allgemeinen Bürgerschützenverein aus Harvest Thorsten unter Anführung von ihrem Oberst Franz Reif, dem Ehrenoberst Ewald Albersmann. Die Fußgruppe wird angeführt in Stechstritt übrigens von ihrem Hauptmann Adolf Tirar. So, das war der Durchmarsch der ersten beiden.
Vorneweg reiten dann der Major Hartmut Abs und sein Adjutant oder der Adjutant Frank Jakob, ist ja eigentlich der Adjutant vom Oberst. Angeführt wird denn danach der dritte Zug vom Spielmannszug aus Angermund. Vorneweg den Tambourmajor Theo Kluth sowie den Leiter des Verfahrenkorps Thomas Müller. Unterstützt wird das Ganze von der Kapelle Stein unter Leitung von Marc Schmidt. Angeführt von ihrem Hauptmann Ansgar Kessel. Dahinter dann die Fahnengruppe. Sie sehen dann als zweiten salutierend den stellvertretenden Hauptmann Josef Bender, gefolgt von der kompletten Hubertus-Kompanie. Zum Schluss dann die Blumenhörner. Und die Hubertus hat sich auch in diesem Jahr Gäste eingeladen. Und zwar ist es der Schützenverein aus Irschhundem, die in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum feiern. Sie haben mitgebracht den Vorsitzenden, ja, denke ich auch, ein Applaus ist damit Sicherheit angebracht. Sie haben mitgebracht den Vorsitzenden Johannes Wehle, ihr Königspaar Jochen und Ingrid König, sowie das Jungkönigspaar Stefan Ivo, Carina Grobbel. Dahinter sehen wir dann die Grenadiere aus Wittlar mit einer Abordnung der Bruderschaft aus Wittlar. Dabei der Hauptmann Haag und das Bruderschaftskönigspaar Güterbusch und Andrea Kappert sowie das Bergsche Jägerkorps Eller. Und zum Schluss sehen wir dann die Kutsche, die Seniorenkutsche der Hubertus-Kompanie. Wenn es Ihnen gefallen hat, sollten ruhig zwischendurch mal applaudieren. So, als nächstes sehen wir dann jetzt die Johann Wilhelm von Bergkompanie, 38 Jahre, unsere jüngsten, angeführt vorne vom Hauptmann Bernd Koch. Dann haben wir das Kompanieschild, wird getragen von Till Koch, sehe ich jetzt gerade gar nicht. Dann haben wir die Kompanie dahinter mit Hauptmann, Fahnengruppe, dem Kompaniekönig Erik Oehlmann und dem Chorkönig Dennis Freund. Dann haben wir da zu abschließen die Damengruppe. Da ist dann unter einem Bogen wird sie geleitet über den Marktplatz. Die Kompaniekönigin Kerstin Oehlmann. Sehr schöne Idee. Abgeschlossen auch hier wieder die Wilhelm von Bergkompanie mit der Seniorenkutsche, der unter anderem auch der Ehrenhauptmann Heinz Gutenau sitzt. Der vierte Zug wird angeführt vom Tambourkorps Barbarossa aus Kaiserswerth zusammen mit der Rheinbahnblaskapelle aus Düsseldorf. Die Fahnengruppe mit den Fahnenoffizieren Gerd Holz, Manfred Weber und Manfred Hoffmann. Die Führerträger, das waren traditionell die Jungschützen der Kompanie. Die Kindergruppe, die mittlerweile auch schon 31 Jahre alt ist, sieht man den Damen auch nicht an. Die Frauengruppe, die in diesem Jahr extra fürs Jubiläum mitmarschieren. Dahinter dann die Jägerkompanie
in der ersten Reihe der König Brian Gremlor, ist übrigens der Sohn vom Spieß, und in der zweiten Reihe der Jungkönig Dennis Sommer. In der letzten Reihe sahen Sie gerade noch den neuen Spieß Peter Gremlor, der Klaus-Peter Schulz, der leider verstorben ist, abgelöst hat. Und in der Kutsche, gerade vom Platz fahren, sehen Sie unter anderem das älteste Vereinsmitglied, Friedel Deutenberg, der ist im Alter von 78 Jahren mittlerweile, auch schon seit über 50 Jahren, genau seit 55 Jahren Mitglied der Jägerkompanie. So, jetzt sehen wir hier eine Fahneschwindlergruppe. Wenn ich es richtig sehe, kommt da jetzt die Wilhelm Tell-Kompanie auf uns zu. Ja, als nächstes also, da bin ich wieder. Sehr schön. Die Führerträger der Wilhelm Tell-Kompanie, die drei Fahnenschwenker haben Sie schon gesehen, Christian Böck, Alexander Roh und Benedikt Rohl. Die Füllhörner werden wie immer getragen von Kollegen der Spießratzengrüne Weiß. Vorneweg, erster Hauptmann Gero Keusen, wie Sie alle wissen, in diesem Jahr auch unser Prinz Karneval in Ratingen. Daneben haben Sie die Fahnengruppe mit der historischen Fahne von 1948. Und wie immer selbstverständlich der Wilhelm Tell mit seinem Sohn, Sie sehen Werner Hausschild und Lars Gebhardt. Den Gessler mit zwei Hellebarden, das ist der Peter Cox, ebenfalls Freunde von Grün-Weiß. Da sehen Sie die Kindergruppe, die vorneweg läuft. Dahinter dann die Jungtell mit ihrem Jungkönig René Decker und dem Schülerkönig Max Keusen. Auch die Tell hat Gäste mitgebracht, man hört sie schon, das Fanfarenchor der Landsknechte aus Hallworf von 1958. Und dann auch die zweite Kutsche mit den Senioren der Kelle. Diese Kutsche schließt dann jetzt den vierten Zug ab.
Das heißt, die Bechemer Straße ist jetzt wieder schützenfrei. Und wir erwarten dann gleich den fünften Zug. Und wenn alles planmäßig verläuft, müssen die dann gleich über die Düsseldorfer Straße hochgezogen kommen. Musik kann ich schon hören, also so verlaufen haben sie sich nicht. Der Sternmarsch scheint zu funktionieren. So, der fünfte und sechste Zug hatte sich auch mit auf der Minoritenstraße. Die sind gerade schon gezogen über die Grafenstraße, sind dann eingebogen in die Düsseldorfer Straße und ziehen jetzt auf den Marktplatz. Ja, das Umstellen von den Stakets hat auch wunderbar geklappt. Bestens. So, der fünfte Zug wird dann angeführt vom Tamburger Ratingen. Vorneweg der Tambourmajor Andreas Schneeberger. Die spielen in diesem Jahr zusammen mit der Feuerwehrkapelle Leverkusen. Da ist vorneweg Martin Sajonus. Angetreten. Ich habe leider nicht genug Informationen, sonst hätte ich also die einzelnen Formationen auch gerne vorgestellt. Aber ich denke, man sieht es euch an, ihr seid aus dem schönen Lindorf und ich denke, auch das ist einen herzlichen Applaus wert. Die Lindhofer machen es ein wenig anders mit ihren Uniformen. Sie haben ja gar keine Uniformen, sondern es sind alles farblich passende Jackets. Auch keine schlechte Lösung. So, als nächstes sehen wir dann die Schützenbruderschaft, die St. Sebastianusbruderschaft aus Tiefenbroich mit ihrem ersten Vorsitzenden Klaus Füsken und dem amtierenden Bruderschaftskönigspaar. Auch einige Abordner dabei. Ich sehe die Reservekompanie und ich glaube, das sind dann die Jäger. Ja. Und das Amazonenkorps Rating mit ihrer ersten Vorsitzenden Ulrike Vollborn vorne rechts laufend. So, dahinter haben wir dann den ersten Homberger Schützenverein, die Wiesnasen von 1997. Vorne als Fahnenträger Philipp Konrad. Dann ist der Schützenkönig dabei, Manfred Talag mit seiner Ehegattin Gerda. Und den Adjutanten Kari Mitze und Martha Dumrath. Dann sehen wir auch, ich glaube, sie zieht den Bollerwagen selber, die erste Vorsitzende Doris Konrad. Mit dabei der Stadtkönig von 2001, Konstantin Maurer und Schützenschwestern und Schützenbrüder aus Homberg. Jetzt sehen wir den Hösler Bürger- und Schützenverein mit ihrem ersten Vorsitzenden Jürgen Werntges. Leider ist der König nicht dabei, denn der ist mittlerweile, wie ich hörte, nach Kanada ausgewandert. Aber bestimmt nicht, weil es in Hösel so schlecht ist, sondern ich denke mal, der wird seinen eigenen Grund haben. Ganz interessant bei denen, die schießen ja nicht nur, die haben zum Beispiel auch eine sehr gut funktionierende Nordic Walking Abteilung und spielen auch begeistert Schach. So, dann abschließend die St. Sebastianus-Bruderschaft aus Angermund von 1511 mittlerweile. Mit ihrem ersten Vorsitzenden Peter Ahlmann und dem König Hans Horster.
ebenfalls auch in sehr schönen, traditionellen Uniformen. Sehr schön sieht das aus. Abschließend sehen Sie dann auf seiner Bundesstern die Gardegruppe. Und dann nähert sich uns auch schon der sechste Zug. Angeführt von Sankt Svibertus Tabukor und dem Siegzug 78 BSW aus Krefeld. Die Briten in den sechsten Zug als Zugführer der Obersten Leutnant Horst Hoffmann oder dem Sankt Sohn Hoffmann hat gesagt, hat unser Bodenpapierkönig Björn Hoffmann selber ausgeführt. Dann sehen Sie vorne den zweiten Hauptmann, Heinz Hülshoff, wer ihn nicht kennt, aber ich denke, das brauche ich nicht mehr zu erklären. Aha. Aber ich glaube, der Applaus, der gilt eher der Damengruppe und weniger auf dem singenden Wirt. Die Damengruppe in historischer Kleidung. Diese Kleider sind übrigens, das war ganz interessant, von den Damen selbst entworfen und geschneidert worden. Also ich denke mal, ihr Applaus verstärkt sich jetzt. Das ist richtig. So, es folgt dann also jetzt die Svibertus-Kompanie mit ihrem Kompanie-Jungkönig Marcel Mohr, dem Kompaniekönig Bernhard Leust und dem Ehrenhauptmann Herbert Pfeiffer. Und wir waren abgeschlossen von der Senioren-Kutsche bzw. der Kutschen der Mitglieder, die nicht so gut zu Fuß sind. So, jetzt sind wir auch schon beim sechsten Punkt. Sie sehen das Reiterchor der St. Sebastianus Bruderschaft. Vorneweg der Rittmeister Peter Krümmel. Der Marine Tabuko Unterrad und die Blaskapelle aus Garrard. Sehen dann drei andere, dann Timo Alfons Muggemanns und dem Schützenkönig Jürgen Rumpf sowie dem Reiterkönig Wolfgang Keller. Dann Mitglieder des Amazonen-Reiterkurs auf Lindorf mit der Reiterkönigin. Sehr schönes Bild, sehr schön. Natürlich fehlen noch einige in diesem Zug, die sich nachher einreihen werden. Da sind auch ein paar Highlights dabei. Unter anderem fehlen natürlich auch noch die ganzen Kutschen. Aber das werden Sie später noch sehen. Jetzt sehen Sie erstmal was ganz Besonderes, was sich das Reiterkorps in diesem Jahr hat einfallen lassen. Immerhin kommt ja unser König André Franklin aus diesem Reiterkorps. Sie sehen einen Oldtimer-Bus von Pferden gezogen. Ich glaube, das ist wohl das erste Mal, dass wir sowas hier in Ratingen erleben. Tolle Idee. Da hinten dann das Regimentsbläserchor aus Neuss-Reutberg.
Des ersten Durchmarsches. Selbstverständlich wie immer die Seniorenkutsche des Reiterchors. Ehepaar Dorst sehe ich da gerade drin. Sehr schön. Ne? Prinzenpaar von vor 3 Jahren ungefähr war das. Ne? 2. Wie kurz die Zeit vergeht. So, alles noch die Seniorenkutschen des Reiterchors Ratingen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sehen wir noch eine Reitergruppe von der traditionellen Ratinger Trachtengruppe, die für Rechnung, Schutz und Ordnung sorgt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Sternmarsch, den ich Ihnen am Anfang angekündigt hatte. Wir haben also jetzt gerade insgesamt 6 Züge. Sie sehen vorne den Hauptmann Wilfried Zutzis in der traditionellen Grenadier-Leutstadt-Uniform. Dahinter dann die Schützen, die zum Teil die Bruderschaft und die Grenadier-Uniform anhaben. Aus dem Jahre 1929 ist auch die Fahne mit dabei. Die Kompanie selber wird dann angeführt vom Ehrenhauptmann Bernhard Danzeglocke. Und ich sehe also den zweiten Hauptmann Gerd Langen. Begleitet ist das Ganze auch vom Königspaar der Kompanie Georg Tomalzig und Bärbel Hörsch. Dann wieder die Damengruppe mit mittelalterlicher Kleidung. Sieht bei so netten jungen Damen immer besonders schön aus. Abgeschlossen wird das dann wieder von der Schützengilde aus unserer Partnerstadt Belitz unter der Leitung von Ingolf Schulz. Und Sie sehen wieder die Seniorenkutsche mit dem ältesten Mitglied der Grenadier-Kompanie, Robert Fink, 83 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich, lieber Robert. Dann kommt wieder meine Kompanie, vorneweg unser Reserveschild, dann wieder die Füllhornträger von der Angergarde und unsere Gäste aus Ediger Ella an der Mosel, das ist 10 Kilometer von Kochem entfernt, kann man nur empfehlen, wenn Sie mal ein bisschen Wein trinken wollen. Unsere Weinrömer. Es liebe!
Hermann Dilsch, da geht die Post ab. Die haben nächste Woche Samstag ihr Weinfest. Das wird sich schon mal eingeprüft. So, dann haben wir dahinter dann unseren Wagen gezogen von Julian Dietrich, dem Sohn unseres Altbürgermeisters. Julian, tust du mal was Vernünftiges? Sehr schön. Und dann kommt unsere Kindergruppe unter der Leitung von Andrea Lügenort und wieder unsere bezaubernden Damen in ihrer Landhausmode. Sehr schön. Dankenswerterweise von der Dubeklemmergarde wieder dabei, drei Fahnenschwenkerinnen. Und dann kommt unsere Reservekompanie in der Mitte, der König von die Lückenauto, in Fahrtrichtung rechts, Hauptmann Thomas Buschmann und auf der linken Seite unser Ehrenhauptmann Robert Wilkes. Dann kommt Rudi Goldrich mit unserer neuen Fahne seit letztem Jahr und dahinter dann Jürgen Lübers mit der alten Fahne. Danach dann unsere Kameraden von der Reservekompanie. Spieß, ich kann dir sagen, in diesem Jahr sieht das weitaus besser aus. Abgeschlossen wird dann die Reservekompanie, auch hier von den zwei Seniorenkutschen bzw. den Kutschen derjenigen, die nicht so gut zu Fuß sind. Was ist denn dann Technik? Senioren gut zu Fuß. So, der zweite Schuh wird angeführt von Team aus Kienheim. Auf dem Kirchner sind wir in Akkusanzen, Manfred Schiffler und den weiteren Besonderen Andreas Heyer. Es schließt sich dann die Bürgerkompanie an. Einen Fahnenschwenker dahinter dann Hauptmann Peter Klaptor und die Damengruppe in Musketieruniformen. Sehr schön sieht das aus. Wunderbar. Die Kompanie wird dann angeführt von ihrem Ehrenhauptmann Peter Schumacher, der Fahnengruppe. Und der König Rainer Abrath lässt sich einrahmen von zwei netten jungen Damen, die auch noch sehr schöne Füller dabei haben. Rainer, hast du dir wunderbar ausgesucht. Danach sehen wir dann die komplette Bürgerkompanie. Und auch hier wieder der Abschluss mit der Seniorenkutsche. Und ich denke, Sie werden sich daran erinnern, ich erzählte Sie Ihnen vorhin schon, das junggebliebene Jungkönigspaar von 1957-58, Fritzeringe Schleifenbaum, euch auch nochmal ein herzliches Willkommen auf dem Marktplatz. Lasst euch nicht beeinflussen, dass ihr den kein Heimes auf bei euch sitzen hat, der ist lediglich ein ganz Mitglied heute dabei. So, und jetzt kommt auch wieder die Formation, die uns heute schon mal ein tolles Platzkonzert beschert hat. Gäste der Andreas Superkompanie, und zwar das Fantagor Carves Thorsten von 1957. Mitglieder und Lieder mit der Fahndung von dabei, die allgemeine Bürgerkriegsverein aus Karlsdorf, diese Tour von 1962. Zwei Amazonen und ich muss sagen, und die Leute auf dem Marktplatz werden das mit Sicherheit bestätigen. Mein lieber Toni, das sieht jetzt weitaus besser aus als noch vor einer Stunde. Toni Erbel, der Hauptmann der Oberkompanie, auf einem Pferd und das ist zum ersten Mal. Dann sehen wir das Hofvorschild, den Blumenwagen und die Kompanie wird angeführt von ihrem zweiten Hauptmann, Jochen Becker. Dann die Fahnengruppe. Und man sehen wir den König Werner Schlippens. Abgeschlossen wird die Kompanie auch wieder von dem Planwagen, auf den die Damen sich gemütlich gemacht haben. Aber wie man sieht, man hat euch mittlerweile mit Getränken versorgt. Das ist aber ganz vernünftig.
Abgeschlossen dann wieder mit der Seniorengruppe. Und in der sitzt auch das Königspaar von Herbert Dorsten, König Willi Roth mit seiner Königin Marlies Reif. Dahinter reiten dann Oberst Franz Reif und der Ehrenoberst Ewald Albersmann. Die führen dann nämlich ihren allgemeinen Bürgerschützenverein aus Herbert Dorsten an. Vorweg Hauptmann Adolf Tillar und dann die Fahnengruppe und eine Abordnung vom Allgemeinen Bürgerschutzverein. Musikalisch angeführt vom Spielmannszug aus Angermund, der Vorsitzende Horst Stecher, die Tango-Abteilung durch den Alten Dr. Major Tito Blum, das Fahrerkorps von Thomas Müller. In der Mitte dieser Kapelle steht ein Alten Dr. Schmidt. Es folgt dann die Hubertus-Kompanie mit dem Schildträger und sie sehen den Hubertus auf dem Pferd. In dem Fall ist es eher eine Hubertine, ich habe hier vorstellen, Marie-Louise Punktmann. Danach dann die Kindergruppe, ja, jetzt ruft man der erste Vorsitzende vom Ratinger Kinderkarnevalskomitee, ist gerade im richtigen Umfeld. Dann sehen wir wieder die Damengruppe mit ihren historischen Kostümen. Und danach dann den Hauptmann Ansgar Kessel, hinter sich die Fahnengruppe. Und dann kommt die Kompanie unter Leitung des stellvertretenden Hauptmanns Jupp Binder. Abgeschlossen wird die Kompanie von den Füllern. Auch da gibt es da sehr viele Unterschiede. Manche tragen es in den Armen. Manche, wie hier bei der Hubertus-Kompanie, setzen das Ganze auf die Schultern auf. Und ich kann Ihnen sagen, das ist mal eine richtig tolle Leistung, die die jungen Leute da verbringen. So einen langen Weg mit den Dingern auf dem Arm. Also alle Achtung. So, anschließend dann der Schützenverein aus Kirchhundem. Wie vorhin schon erwähnt, in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum. Mit dem Vorsitzenden Johannes Behlich, der spart mir den Karlauer zu sagen, wo ist Behle, denn irgendwo wird er dabei sein. Das Königspaar Jochen und Ingrid König und das Jungkönigspaar Stefan Ivo und Carina Grobbel. Dahinter dann eine Abordnung der Grenadiere aus unserer Nachbarstadt Wittlar mit einer ganzen Abordnung der Bruderschaft Wittlar. Dabei der Hauptmann Peter Haag. Und wir sehen ebenfalls das Bruderschaftskönigspaar Günter Busch und Andrea Kappert, die Bergschen, das Bergsche Jägerkorps aus Eller und danach dann die Seniorenkutsche der Hubertus-Kompanie. Direkt schon dahinter, ohne Abstand, Hauptmann Bernhard, Hauptmann Bernd Koch. Das wäre es doch gewesen, lieber Bernd, ne? Der seine Jörg-Wille von Bergkompanie anführt. Füllhörner dabei, dann kommt die Fahnengruppe, Kompaniekönig Erik Oehlmann, dabei auch der Chorkönig Dennis Freund. Die Kompaniekönigin hat eine besondere Ehre, immer noch unter dem Bogen geneigt wird Kerstin Oehlmann. Gefolgt von der Damengruppe der Jörgen von Bergkompanie, abgeschlossen, steht für die Seniorenkunde dabei. Die Patrick, die
Thomas Büscher und der Adjutant Carsten Klein. Direkt dahinter dann die Jägerkompanie vorneweg in Fahrtrichtung rechts. Der ist Hauptmann Frank Sommer und daneben der zweite Hauptmann Christian Breuer. Fahnengruppe mit Gerd Tolz, Manfred Weber und Manfred Hoffmann. Füllerträger werden gestellt von den Jungschützen der Kompanie. Dann ist aber die Kindergruppe, die Frauengruppe, die diesmal mitlaufen dürfen, wie ich hörte. Dann die Jägerkompanie und in der ersten Reihe in der Mitte der König Brein Gremmler. Und dann sehe ich in der zweiten Reihe in der Mitte den Jungkönig Dennis Sommer. Schließlich wieder die Seniorenkutsche mit unter anderem mit Friedel Goldberg, 78 Jahre. Friedel auch hier einen schönen weiteren Umzug. Dann sehen wir die erste Kutsche, die sich jetzt eingereiht hat. Dort sehen Sie unter anderem unseren Ehrenbürger Ferdinand Trimborn in Fahrtrichtung links hinten sitzend. Daneben unseren Ehrenvorsitzenden Paul Kellermann. Davor unterwegs Paul Czarnecki, Ehrenmitglied der Bruderschaft, und unseren Pfarrer Benedikt Bünnagel. So, dahinter kommen wir dann direkt zur Wilhelm-Tell-Kompanie. Vorneweg wieder Damen der historischen Reitergruppe Wilhelm Marx aus Düsseldorf. Dabei unter anderem auch die Reiterkönigin Stefanie Hilbers. Dann haben wir eine Fahnengruppe und direkt dahinter die drei Fahnenschwenker der Wilhelm Tell Kompanie. Die Familie Rohr, übrigens Kommentator beim Center TV. Er sieht jetzt gerade seine Söhne hier vorbei schwenken. Alexander und Benedikt Rohr, und das abgeschlossen wird mit Christian Böker. Sehr schön, Christian. Guter Wurf. Dann sehen wir Füllerträger. Und danach naht schon die Wilhelm Tell Kompanie und der Anführung ihres Hauptmanns Gero Keusen. Wir sehen die Fahnengruppe mit der historischen Fahne von 1948. Gefolgt dann von Wilhelm Tell, dem Gessler und zwei Hillewagen. Ich darf Ihnen die Hand auch vorstellen. Werner Hausschild, Lars Gebhardt, Peter Cox, das Ganze wird eingebracht von Freunden der Spießratzen Grün-Weiß. Die Kindergruppe der Tell-Kompanie und direkt dahinter die Jugend-Tell mit ihrem Jungkönig René Decker und dem Stüberkönig Max Keusen. Als nächstes das Verfahrenstor, die Landsknechte aus Silber von 1945. Schützenbruderschaft aus Meschede mit ihrem Hauptmann Andreas Giebel-Kottow, dem König Hans-Jörg Kramer und dem Kaiser von Meschede, Bernd Ulrich Lohmann. Gefolgt von Hubertus-Jägern aus Düsseldorf-Unterarth. Und der Fußgruppe von Wilhelm Marx Chor, ebenfalls aus Düsseldorf. Da kommt jetzt mal eine Kutsche, weil wir kommen gleich. Und zwar sitzen in dieser Kutsche einige von den Tell-Jubilaren nicht mehr. Hier wieder weitere Fütterträger. Auch wie ich sehe, wieder von den Spießratzen Grün-Weiß, die dankenswerterweise seit vielen Jahren schon mithelfen.
Danach folgt dann die Willem-Joy-Kompanie unter Anführung des zweiten Hauptmanns Harald Merkopf vorneweg. Direkt hinter ihm der König Axel Spücker, eingerahmt von den Ehrenhauptleuten Klaus Schmidt und Theo Borowczyk. Dabei auch noch Ehrenhauptmann Helmut Bücher. Die komplette Willem-Joy-Kompanie ist dann abgeschlossen von der Kutsche, wo dann gleich unsere Senioren drin sitzen. Dauer. Vor der 5. Zug naht mit dem Turbo von Athenen Anführer Andreas Schneeberger. Dahinter Feuerwehrkapelle Leverkusen. Wo ich leider nicht ganz so viele Informationen habe, aber zumindest sehe ich da vorne den ersten Vorsitzenden Herbert Hirsch, gerade hat er die Hand gehoben. Herzlich willkommen, Herbert. Und ihr habt den König der Land Jürgen Rumpf. Nicht mit Pferd, Jürgen, wie ich sehe, aber da kommt noch. Georgs Chor, die erkenne ich aus Lindorf, ja. Also das kriege ich doch nicht. Ja, Wilfried, ich kann in Lindorf noch viel lernen, das weiß ich auch, ja. Da ist ja dann die Tell-Kompanie. Richtig, ja. Na, jetzt habe ich Probleme. Die dritte weiß ich jetzt nicht. Was? Da auf jeden Fall jetzt die Andreas Hofer Kompanie mit den hellgrauen Uniformen. Aber jetzt hat er keine Uniformen. Abgesehen davon, den Windhof sagt man auch gar nicht Kompanie, das ist ja alles Korps. So, da ladern jetzt auch die St. Sebastianus Bruderschaft aus Tiefenburg. Vorne rechts sehen Sie den ersten Chef Klaus Füsken. Eingerahmt dann das Königspaar und auf der linken Seite dann der zweite Vorsitzende. Dahinter folgen dann Abordnungen aus Tiefenburg, unter anderem auch die Reservekompanie, die Jägerkompanie und abschließend dann auch das Amazonenkorps Ratingen. Auf der rechten Seite vorne die erste Vorsitzende Ulrike Wollborn. Als nächstes sehen wir dann jetzt Gäste aus Homberg. Vorneweg Bert Konrad, der kräftigste Fahnenträger dieser Stadt. Als Fahnenträger dann dahinter der Schützenkönig Manfred Terlag, Ehefrau Gerda. Und die Adjutanten darf ich auch begrüßen, Karin Mitze und Martha Dumrath. Und die erste Vorsitzende ist auch dabei, Doris Konrad, hat mittlerweile den Blumenwagen abgegeben, aber ihr löst euch sicherlich noch ab. Da ist übrigens auch dabei der Stadtkönig von 2001, Konstantin Maurer. Ebenfalls herzlich willkommen. Und direkt dahinter dann der Hüßler Bürger- und Schützenverein mit ihrem ersten Vorsitzenden Jürgen Werkes. Gäste aus Düsseldorf schließen sich dann von der St. Sebastianus Bruderschaft Angermund von 1511. Mit ihrem ersten Vorsitzenden Peter Ahlmann und dem König Hans Horster. Es folgen jetzt alles weitere Abordnungen aus Angermund. Und auch hier gebe ich zu, ich habe wenig Informationen oder so, wie keine.
Und ich kenne mich in Angermund nicht so gut aus, deswegen erfolgt der Vorbeimarsch jetzt relativ schweigend, aber Sie können das Ganze auch genießen, ohne dass ich ständig dazwischen paddel. Herzlich willkommen insgesamt der St. Sebastianus-Bruderschaft für Angermund. Damengruppe, wie ich vorhin schon erwähnt, in historischer Kleidung, die selbst entworfen und geschneidert wurde. Und meine lieben Damen, der Applaus zeigt euch, was ihr da wirklich Tolles fabriziert habt. Eine erste Senioren, gut zu sehen wir. Dann eine weitere Abteilung der Skibertus-Kompanie. Unter anderem auch dabei der Kompaniejungkönig Marcel Mohr, der Kompaniekönig Bernhard Leust und der Ehrenhauptmann Herbert Pfeiffer. Und wenn ich es richtig sehe, dann reitet da auch mit der Sohn, das ist glaube ich der Lars Hoffmann, der Sohn von unserem Bruderschaftsjungkönig, ist richtig, ja? Ganz toll, Lars, dein Applaus! So, da kommt auch schon die Kutsche des Jungkönigspaares. An Bord Sandra und, Quatsch, Sandra steht hier, Quatsch, Tanja und Björn Hoffmann, das Jungkönigspaar der Bruderschaft, ihnen gegenüber die stellvertretende Bürgermeisterin Anne Koch-Zunig. Das Ganze wird begleitet von unserem zweiten Vorsitzenden Benno Sommer. Eine weitere Vorstandskutsche sehe ich hier mit Helmut Fingers, ich sehe unter anderem auch den Gästekönig Klaus Brinkmann, Rudi Wollenberg und Niklas Brehne. Max wird dann auch von der Senioren. Die beiden Rittmeister, Peter Grümmel und Rolf Osterwind, in traditionell historisch und alter Uniformen. Und die alte Standarte des Reiterkurses, getragen von den drei Reitern Timo Nitsche, Dominik Pöst, Dominiku und Benedikt Rohlmann. Dann haben wir eine Abordnung des Reiterkurses Lindorf unter der Leitung von dem ersten Vorsitzenden Alfons Rogelmann. Vorhin hatte ich ihn ja schon erwähnt, hier ist er jetzt wirklich mit dabei, der Schützenkönig Jürgen Rupp. Dabei auch Reiterkönig Wolfgang Keller. Drei Wochen Pferd, Jürgen Rupp. Gerade geholt im Flug, jetzt habe ich auch alle wirklich gesehen. Begleitet auch hier jedenfalls vom Amazonenreiterkorps Lindorf.
immer entzückend anzusehen. So, jetzt haben wir diese Besonderheit, die ich vorher schon ankündigte. Der Unterverbund, den ich vorhin gesehen habe, befüllt mit dem Regiment Bläserchor aus Rotterdam. Leider haben wir vom Guinness Buch der Rekorde jetzt jemand hier, das wäre bestimmt eintragungswürdig. So, es kommt dann auch uns zu der amtierende König des Reiterchors, Alexander Wolf. Alex, schön zu hören. Und dahinter dann das Reiterchor, wie vorhin schon erwähnt, in der Mitte mit Standardträger Friedhelm Mix. Auch ein ehemaliger Bruderschaftskönig. Alles geht weiter. Da wieder die erste Kutsche des Reiterchors. Wie ich vorhin schon erwähnt, unter anderem auch mit Karl-Heinz und Wilmar Dorst. Und weiteren altgedienten Mitgliedern des Reiterchors raten. So, jetzt ist auch der Moment gekommen, wo die Königskutschen sich einreihen können. Sie waren eigentlich schon viel früher geplant, aber wie das manchmal so ist. Macht nichts und dann übrigens den grünen Abschluss. Ich darf Ihnen die Mitglieder der ersten Kutsche vorstellen. Und zwar ist es unser Königspaar Annette und André Franken. Und begleitet werden die beiden vom Bürgermeister Harald Würkenkamp und unserem ersten Vorsitzenden Bruderschaft Karl-Heinz Schneider. Und dann sehen wir eine weitere Kutsche, unter anderem dann Gerd Ebler.